Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Cube World im Multiplayer. Wir sind immer noch in den Lands of Kono und haben unser Boot ausgepackt. Da haben wir auch die letzte Folge beendet und hier machen wir auch direkt weiter. Es wird langsam dunkel, aber wir haben ja unsere Flutscheinwerfer dabei. Sonderausstattung am Boot. Da hinten kommt eine Gruppe, die wird gleich zu uns treffen, die haben wir schon x-fach verprügelt. Ja, links von neben mir dabei ist die Serendipity. Hallo ihr Lieben. Und rechts von mir der Cocaine. Hallöchen, liebe Freunde. Sodele, wir hatten vor, Richtung Süden zu fahren und diese Schleife hier rumzufahren. Und mal gucken, ob wir an die Levelgrenze kommen. Die ist nämlich hier rechts von uns. Dann schippern wir an mal an die Landesgrenze. Los. An die Landesgrenze, genau. An die Gebietsgrenze. Oh, das macht aber Spaß. Yippie, juhu, ich bin ein Boot, ich springe. Ja, Bootfahren ist echt witzig. Ja. Und auch nicht so gefährlich wie in Minecraft, weil in Minecraft hast du ja das Problem, dass du, wenn du, okay, das hier auch, wenn es so flach wird, dann egal. Ja, aber es geht nicht kaputt. Du genau. Kannst es halt wiederholen. Das stimmt. Ich ja. Habe auch ein neues Tierchen. Hab mir eine Mücke gezähmt. Wir müssen, glaube ich, hier rechts mal rüberlaufen, weil... Eine Mücke gezähmt, die hat Level 14. Wir können hier nicht fahren, oder? Doch, doch. Na gut. Hier geht's wieder. Sobald du einen Block Wasser hast, kannst du, genau. Nein, ich dachte nur, dass wir halt rechts... Oh. Achtung! Paddel schneller! Gegner! Was sind das? Feuerdinger. Keine Ahnung, sehen hässlich aus. Wollen wir die hauen? Insektengard. Siehst du, wir kommen hier nicht weiter. Da sind wir auch weit gekommen. Doch, hier ist der Fluss, hier geht er weiter. Wasser ist vorbei. Oh, da bin ich den Bullen, da laufe ich nicht freiwillig rein. Was kämpft ihr? Sag doch was. Ja, ich habe die Feuerdinger am Arsch gehabt. Ja, ich dachte, das müssen wir dann besser nicht. Oh, ich komme im Wasser raus irgendwo. Jetzt trinkt die schon wieder. Wo bist du? Ach, da oben. Ja, wir kommen zu dir. Bleib da. Ah, oh, ich habe schon wieder Kartoffeln am Arsch. Kartoffeln? Aha. Ja, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Oh Gott, ein Ogre. Ogre? Die mit der dicken Keule. Ein Ogre. Und ja, warte, Moment, ich bin hinter euch, Jungs. Wir gehen doch hier querfeld ein, oder? Komm, lass uns Richtung Westen laufen, dann wieder ins Wasser. Hat sich ja gelohnt mit dem Bötchen. Ja, war doch schön. Ja, war toll. Meinst du denn, dass wir immer weiter Richtung Westen kommen, wenn wir dem Boot hier wieder ins... Obwohl, guck mal, wenn wir hier... Richtung Westen müssen wir doch, oder? Habe ich das richtig? Ja. Ja, dann lass uns doch hier vorne wieder in den Fluss einsteigen. Aber der Fluss endet hier, oder? Du bist so süß. Nee, der jetzt, geht. Der eine sagt Levelgrenze, dann sagen alle Levelgrenze. Stopp jetzt! Stopp! Ja, falsche Richtung. Jungs. Nee, falsche Richtung. Falsche Richtung. Hier genau. Hoch. Genau. Ups. Jump! Hübsche Boing. Sache. Also, dass Boing. Sie das mit dem Gleiterarm einfallen lassen, finde ich besser als ein Flugmount. Ja, definitiv. Hat viel mehr Charme. Und wie gesagt, ich finde auch die Bötchen hier einfach total klasse. Ja. Voll süß, vor allem, wie die sich in die Kurve legen. Ja. Nimmst du den halben Fluss mit, wenn du dich in die Kurve legst? Liebe Grüße von dieser Stelle an Andoren. Hat mich gerade ein bisschen wehmütig gemacht. Den norddeutschen Jungen da oben, der würde auch jetzt gerne mit Bötchen schibbern. Das stimmt, ne? Der hätte da bestimmt Spaß dran. Oh, da war es ein bisschen flach. Aber hier geht's wieder. Aber Andoren kommt. Versprochen. Ja, definitiv. Und wenn er frühzeitig kommt, dann hau ich einfach alle Folgen, die wir zu dritt gedreht haben, raus, dass wir, dass wir zu viert weitermachen können. Nee, das war natürlich Quatsch. Aber... Das kriegen wir schon. Sobald er wieder da ist. Da sind die Kartoffeln. Wie heißen die? Weiter, ne? Nee, Sand Honor. Sand Horror. Okay. Ach, ich hab Honor gelesen. Ist ja keine die Ehre. Die sehen aus wie Kartoffeln. Die Stachelschweine greifen an. Ich steig ja schon bald wieder ein Level auf, ey. Das geht grad ganz schön fix. Naja, wie gesagt, wird auch immer schneller, je höher man wird. Okay. Was kann ich eigentlich mit Lakritze zähmen? Lakritze. Ich hab's vor meinem iPad. Lakritzschnecke. Soll ich euch heilen? Ich hab dir doch die Lakritzschnecke gegeben. Weiß ich doch, aber ich weiß nicht mal, was ich damit zähmen kann. Eine Crow, eine Krähe. Ach so. Siehst du, wir fahren nämlich jetzt genau auf die Landesgrenze.
zu Beats Grenze. Sehr schön. Ach, Bötchen fand es was Schönes. Ja, definitiv. Und so erfrischend, diese Brise, die hier über das Meer geht. Wir brauchen eine Meergegend. Da können wir länger Bötchen fahren. Ja, definitiv. Können wir auch mal. Oh, hier geht's aber anscheinend runter. Kreaturen des Meeres zeigen. Ui. Ja. Hier zumindest sehe ich keinen Horizont und das sagt mir. Vielleicht könnten wir ja Glück haben. Oh, das sind wieder diese tollen Becken hier. Das sieht aber nach Dschungel aus da vorne. Sehen wir ja gleich. Hier ist es. Ich will laufen. Platsch, platsch, platsch. Ich kriege immer Wasser in die Nase, wenn ich untertauche. Das mag ich nicht. Nee, das ist ein Ozeangebiet, glaube ich. Ist da vorne blau? Huch, ich häng da unten Moment. Ist. Moment, Moment. Frau hängt! Frauengefahr! Da ist sie. Oh, was ist denn das? Ein Fire Beetle. Amazing. Gorgeous. Ach, Mann. Was ist denn los? Ja. Nix, ich bin zu doof, um die Tastatur zu bedienen. Wir können doch eigentlich. Wir können doch eigentlich hier mit unserem Hangglider, you know? Runterfliegen, Richtung Meer. Richtig. Dann tun wir das doch mal. Moment. Mach mal. So. Okay. Und Attacke! Jump. Ich hätte gerne Stamina zu fliegen. Ozean. Aber es ist ein Ozean-Level. Da sind wir doch durchgelaufen. Ohne zu lügen, nee, nee. Das kann nicht sein. Das ist ein neues Gebiet. Hier waren wir definitiv noch nicht. So, Jungs und Mädels, Boot fassen. Ab ins Boot. Warten wir mal auf die Frau. So spannend, wir sind in einem Meerlevel. Da vorne ist er. Sucht noch ihr Inventar. Warte mal, da vorne, stopp, zurück, okay. Da hinten ist was, was, da hinten ist Krähe. Eine Boss-Krähe. Oh, warte. Eine Boss-Krähe. Aber immer, die kannst du zähmen. Komm zurück. Nee, komm zurück. Lass sie dir mit ihrer Lakritze. Das ist. Nee, aber das ist. Nein, kannst du nicht. Das ist ein Papagei. Ein Parrow. Okay, aber egal. Es ist ein Gegner. Also, ne? Und der ist orange. Na, dann kriegen wir doch. Och ja. Komm. Oh, der braucht aber. Ja, aber der dauert nicht so lange wie der Käfer, glaube ich. Das stimmt. Also haben wir ja einen heilenden Mage dabei. Ja. Der, wo ich jetzt gerade ein bisschen Heilung vermisse. Ah, jetzt kommt sie. Ja, ich hab keinen Mana. So. Nein, ich bin gebröselt worden. Ich wollte dich gerade heilen. Bin mitten auf dem Meer. Ah, der Papagei sieht echt cool aus, muss ich sagen. Ah, ich kann auch unter Wasser mein Bötchen zünden. Dann treibe ich automatisch nach oben. Ja. Los, schwimm mein Bötchen. Gib Gas. Ich komme. Boah, das sind Hexen. Gegnerische Hexen, ja. Schon wieder tot. Nein! Scheiße. Okay, komm zu mir. Ja, ich. Das wird so nix. Hab dich geheilt. Nein, sterb nicht, Freunde. Ich krieg. Nee, das bringt nix. Ich krieg hier gerade vom Papagei und von den Hexen Damage. Und ich habe auch noch einen Gegner. Hast du die Hexen angegriffen? Nee, die Hexen sind aus dem Meer gekommen. Ich probier's mal. Oh, jetzt bin ich tot. Mit den Hexen ist es immer. Nein, jetzt sind wir. Okay, ich bin oben. Aber vergessen. Hier ist so dunkel im Wohnzimmer. Ja, das ist schon mal ein toller Start. Ja. Ich schweb runter. Wo muss ich denn hin? Hilfe. Wo bist du denn? Bist du im Wasser? Ja, ich hab eine Orientierung gegen Toastbrot oder was hast du gesagt? Flieg! Ich bin Toastbrot, ich sehe euch nicht, doch da sehe ich euch, warte. Also den Papageien, oder? Wollen wir es mal probieren. Aber wenn die Hexen da kommen, wir müssen dann zurückpullen. Oh, das ist aber langsam das Bötchen hier. Ja, das stimmt. Das Problem ist. Pull den. Wo ist sie? Ach, da kommt sie. Ich will jetzt gerade mal gucken, ob die Hexen weitergezogen sind, ach, oder? Ja, pull die doch zurück. Pull ihn zurück, noch weiter, noch viel weiter, auf die andere Flussseite am besten. Auf die andere Flussseite, zurück noch? Ja. Okay, das müsste lang.
Weil das einzige Problem eben waren die Hexen. Ja. War ein bisschen viel auf einmal. Sogar das mit der Heilung hat hingehauen. Nein, das Heilung hat nicht hingehauen. Entschuldigung, ja. Oh, das ist ja ein schöner Start. Ich komme ja, natürlich. Gehört auch dazu. Natürlich. Also sind ja keine Pro-Gamer. Ja, richtig. Aber es ist ja auch ein Phänomen, dass irgendwie alle Leute das immer erwarten. Oh, dass, jetzt wenn man ge- so Videos okay. macht, dass man automatisch quasi in der weltbesten Liga spielt. Tun wir ja. Also. Ja. In der Fail-Liga. Definitiv. Definitiv. Oh nein, also der haut aber auch. Jetzt gehen wir langsam die Tränke aus. Zum Glück haben wir unseren Hangglider. Das ist immer so still, wenn man hier den Berg runter geht. Gut, ihr im Video werdet ja dann Musik hören. Angriff von oben! Ah, du hattest noch ein halbes Leben und ich wollte dich heilen, dann bist du schon tot. Ja, tut mir leid. Was ist das für ein Schlag? Nee, nichts leid. Komme. Direkt, du dummes Vieh. Oh, Bombe. Wo kam die Bombe her? Ah, ich weiß nicht. Ich hab auch keine Bombe. Oh, ich brauch einen Trank. Oh, das bin ich. Nein, ich hab nichts mehr zu essen. Mist. Ich hab halt gerade meine Bomben. Ja, ich hab, ich brauch Heilung. Ich hab dich geheilt. Oh, ich bin gebrüstet. Ich hab's gedingt. Sind wir alle tot? Nee, ich bin noch. Doch, den schaffen wir. Ihr müsst nur so schnell wie möglich wieder herkommen. Ja. Flucht. Ich komme, ich fliege. Renn den Berg hoch, wenn das geht. Dann schaffen wir den. Ich hab halt keinen Heiltrank, das ist das Dumme. Keine gemacht vorhin. Naja, ich hab alle verbraucht. Okay. Was gesagt, ich hab genug dabei. Der alte Angeber. Ich warte, bis meine Stampfattacke wieder geht. Jetzt. Ah, kaputt. Jawohl. Oh, was ist das? Eine Pirate Feather. Hast du das gesehen? Da ist ein goldenes Bracelet. Eine Pirate Feather, also eine Pirate Feder ist gespawnt. So, ich muss jetzt auf jeden Fall mal Tränke craften. Also ich habe hier ein goldenes Armband eingesammelt. Wenn du mal gucken magst, ich habe die bessere... Oh, Entschuldigung, ich habe es wieder eingesammelt. Gut. So jetzt? Nee, kannst du verkaufen. Okay. Was macht denn die Feder? Steht nichts dabei. Müsste ich mal gucken irgendwo. So, ich hätte jetzt gerne Heilung. Ach, kriege ich, danke. Ja, das war ja schon mal ein schöner Start. Wollten wir den Boten los und ja. Naja... Wir haben einen großen Boss besiegt. Was hat er eigentlich Punkten gegeben? Das habe ich jetzt gar nicht aufgepasst. 82 habe ich gekriegt. Ordentlich. Ich habe 129 bekommen. Da sind die Hexen. Lass uns mal ein bisschen bei die Seite gehen. Lass uns ein bisschen bei die Seite gehen. Schießt du? Geben wir konkret. Oder wir hauen den konkret auf die Fresse. Komm. Wir hauen den konkret auf die Fresse. Komm. So. Na, so. So. Das ging dann. Aber schnell. Jetzt aber Bötchen, oder? Jawohl. Moment, ich habe den Hangglider noch drin. So. So, dem Horizont entgegen. Lass uns mal auf die Map gucken. Achso, wir sehen nichts. Auf. Ja, jetzt wird langsam dunkel wieder. Da ist eine Insel. Wir können auf eine Insel zufahren. Mit Shift könnt ihr übrigens Turbo geben. Mit Shift bist du langsam. Achso, dann. Entschuldigung. Wie peinlich. Was ist da hinten? Sieht aus wie ein Wolf. Von meiner Seite aus sieht das hinten aus wie ein Wolf, der Schatten. Auf jeden Fall eine Insel. Eine geheime Insel. Mit weiteren Abenteuern. Ballins All. Ja, das kann er gut, der Minjas. Ja. Die Hundeschnauze entpuppt sich. Oh, Untote. Attacke? Attacke. Okay. Ich habe drei Untote am Arsch. Ja, ja. Passt schon, wir sind ja da. Meine Helden. Level up. Glückwunsch. Oh, da geht aber tief runter. Kann man auch tauchen? Ja, ja. Hat man denn unendlich Atem? Das weiß ich nicht. Wir können es ja mal...
Gegen was kämpfst du denn da? Oh, gegen einen Hai. Ja, und ich mache ihn tot. Und ich habe ihn tot gemacht. Hat man unendlich Atem? Das ist die... Also ich habe hier keine... Da ist irgendwas Großes. Dann hätten wir ja schwimmen können. Oh, ein Kugelfisch. Wozu habe ich da ein Boot, wenn ich... Ich finde Bootfahren einfach viel schöner als Schwimmen. Ja, da davon abgesehen. Schwimmen ist viel zu langweilig. Okay, aber hier ist so aber dunkel. Aber das Tauchen ist natürlich cool. Naja, das finde ich auch, aber lass uns mal auf die Map gucken. Sieht man hier was? Gibt es eine Unterwasser-Map? Da sind Piranhas. Nee. Aber rechts von dir gibt es auch noch Piranhas. Gucken wir nach den Piranhas. Ist noch ein Schaf. Richtung Nordwesten gibt es auch Piranhas. Ja, Moment, ich muss erstmal den Hai hier tot machen. Hat der dabei einen großen Mund? Ja. Bei meinen hässlichen. Also, nehmen wir das Boot. Komm, wir nehmen das Boot. Da taucht man nämlich ganz schnell auf. Blub. Oh, ja, man muss natürlich auch das Boot auspacken und nicht das Inventar. Die treiben durch den tiefen Ozean. Da ist meine Fliege. Ozean. Meine Mücke kann auch Dingsen tauchen. Nee, meine Mücke kann nicht tauchen. So. Aber hier. Was habe ich gesagt? Ich kann doch bestimmt ins Bitter nehmen. Ne? Richtung Nord, Nordwest. Ja. Da ist eine Insel. Ihr hört mir gar nicht. Dann fahren wir mal gegen Nordwesten. Doch, wir hören dir zu. Doch, aber. Ja, die Frau labert. Lass sie einfach labern, ist egal. Der Insel. So, andere entgegen. Richtung. Richtung Nord-Nordwest. Bitter. Ins Bitter, der kann bestimmt auch tauchen, weil das ist ein Wasserlebewesen. Nord-Nordwest. Ihr seid Nord, schon fort. Nordwest. Ich höre euch gar nicht. Nord, Nordwest. Brötchen, ich weiß es nicht. Nein, ein Toast. Da leuchtet was. Ja, ich fahr mal drauf. Wieder so ein hässlicher ja, Fisch da. Ja, ich auch, aber nimm mal Blatt. Wartet ihr, ich will den mit tot haben. Nord, ja. Wollten wir nicht auf die Insel drauf? Ja, sind wir. Sind ja gerade auf dem Weg. Achso, auf die andere, wo wir gerade waren. Ja, jetzt sind wir bei der Kleinen, da hast du schon recht. Da hätten wir eigentlich raufgehen können. Aber da gibt es ja noch eine weitere Meer. Ich bin ganz allein im großen, weiten Meer. Nord, Nordwest. Oder auf die M für die Map gucken und nach rechts. Ich. Rechts. Ich sag Stopp. So. Weiter, weiter. Das ist aber Nordosten. Weiter, weiter, weiter. Und jetzt Gas. Ja, du bist das halt. Das ist aber Nordosten. Ja, jetzt, weil du an uns vorbeigeschippert bist. Noch weiter nach rechts. Das ist aber. Noch East. Weiter. Ja, weil du willst ja zu uns. Eieiei. Ich kaufe dir ein Navi. Ich werde Wally anschreiben hier, den Programmierer, und werde sagen, bau ein Navi ein. So, können wir jetzt angreifen jetzt, hier? Attacke. Ich bin ein Toast. Soll ich mich umbenennen? Darin bitten wir das Toast. Oh, ich bin Level aufgestiegen. Oh, das ist eine Rieseninsel. Das hat sich gelohnt. Ja, die ist. Könnte man ein Haus drauf bauen. Ich spring mal und versuche mal das Boot auszupacken. Den Gleiter aufpacken. Boah, der sackt das Boot aber ganz schön ins Wasser ab. So, da hinten sehe ich noch eine Insel Richtung Westen. Brau nach links. Brau, es gibt's doch gar nicht. Rechts, links, okay. W, W, oh. Buchstaben. Und da kommen wir doch. Nein. Okay. Das gibt Kommentare. Nee, doch. Denken du eh schon alle, ich bin doof. Und total blond, also von daher. Ja, doof, blond. Was ist das für eine Insel? Das wollte ich nur mal dazu sagen. Hier kommt man hoch. Ja. Okay. Gucken wir mal, ob sie irgendwas. Keine Menschen sehen. Doch, da ist ein Frogman. Quack, quack. Komische Geräusche. Ja, ja. So. Vielleicht ist hier ja ein Piratenschatz versteckt. Uiuiuiui. Ich freue mich. Nee, hier ist ein Toastbrot versteckt. Nee. Das Toastbrot der Weisheit. Können wir hier runterspringen? Mhm. Ich habe so ein bisschen Angst, wenn wir hier runterspringen, aber es könnte. Nee, aber im Wasser passiert ja eigentlich nichts. Boah, Gott, aber du. Singst ganz da schön ab, ne? Da ist was Großes und so und überhaupt. Wo ist er denn hin da? Hier unten, da guck. Das ist ein Bossgegner. Ja, machen wir tot. Ja, das sind aber zwei. Macht er nicht. Oh, machen wir beide tot. Rote Piranhas. Ganz rot oder ganz rot? Das ganz rot, mal. Ja. Schaffen wir? Schaffen wir. Ich bin der Mixer und ich mache euch zu Piranha-Hashi. Sehr schön. Oh, das war sehr klapp. Aber ja, Profi. Ja, Problem Moment, halt. Moment, warte. Ja. Ich muss den Minions nochmal heilen, Cocaine. Ja.
Meint ihr, kommt mehr Licht an runter, wenn es Tag ist draußen? Ich glaube ja. Okay. Ihr braucht Unterwassertiere. Stimmt. Mein Spitter kann unter Wasser kämpfen. Wo ist denn mein Tier? Und du hast tatsächlich recht, der hat Punkte verloren. Der hatte vorhin 18, 27. Ich habe eine Duckbill, siehst du? Meine Duckbill kann. Hol mal einen Collie raus, ob er unter Wasser atmen kann. Moment. Wenn wir das können, können es die Tiere doch schon lange. Also mein Mosquito ist vorhin nicht hier gewesen. Komm, Polly. Du siehst halt nicht, wie viel Schaden der macht. Nee. Boah, irgendwas explodiert hier dauernd. Der Boden, ja. Der Fisch. Das mache ich aber genauso. Das ist nur das, was man aufwirbelt. Oh, jetzt hat er mich dematerialisiert. Der hat so ein... Ich sehe. Oh, F. Boah, das dauert ewig, bis wir den haben. Oh. Ah, jetzt sehe ich's. Nee, wir haben. Seid ihr noch da? Eben habe ich es gesehen. Meine Aufnahme ist abgebrochen. Also, das wird in deiner Aufnahme zu sehen sein, aber mein Spiel hat sich gerade aufgehängt. Okay. Wir sehen uns dann gleich wieder. So, da sind wir wieder zurück. Ein leichter Hänger. Heute macht uns die Hitze wirklich zu schaffen. Erst Serendipities Rechner. Das war, glaube ich, in der letzten Folge. Und jetzt mein Rechner. Kompletter Freeze von dem Spiel. Naja. Was hast du gesagt? Cocaine Richtung Südwesten gibt es eine Stadt. Den Piranha lassen wir mal da unten. Ja, südwestlich. Moment, ich gucke gerade nochmal. Ich freue mich wieder. Gerade, dass wir uns keine Merker auf die Map machen können, dann hätten wir uns südwestlich. Also genau diese Richtung hier. Wie du das siehst, frage ich mich. Ich sehe tiefschwarze Nacht. Ich habe Adleraugen. Ach so, okay. Nee, ich kann so einen leichten Umriss von der Stadt entdecken. Also habe ich vorhin schon geguckt, wo ungefähr eine Stadt ist und da. Ach so, wo es noch heller war. Gut. Genau. Also südwestlich. Ich war weit weggefahren und habe mich hier alleine gelassen. Ich komme. Ja, das Toastbrot, ne, hat. Das Toastbrot. Hat die richtige Richtung. Ja. Da ist eine Insel. Meinst du, die erreichen wir die Stadt in der Zeit? So in 7, 8 Minuten? Wird knapp. Da würde ich sagen, unterbrechen wir die Aufnahme ein weiteres Mal, diesmal aber geplant, und sehen uns dann in der Stadt wieder, oder wenn wir was Besonderes sehen, das kennt ihr ja schon. Dann bis gleich. Bis später. Da vorne ist Licht und ich glaube, wir haben es geschafft. Da ist die Stadt. Jawohl! Ja, endlich. Endlich. Boah, das ist eine lange Fahrt. Also hätten wir das aufgenommen, ihr wärt echt gelangweilt. Vor allem langweilig. Ja, einfach nur Stille, Meer. Sieht extrem geil aus, wenn du da vom Meer auf die Stadt zufährst. Ja, vor allem mit dem Licht hier so. Ja. Ach, hier gibt es sogar einen Weg. Also meinst du, wir hätten den Weg nehmen können? Naja, gut. So. Wer weiß, wir haben ja nicht viel gesehen, war ja dunkel. Wollen wir gleich auf Tag setzen? Ja, ja, bitte. Und wir wollen auch gleich gucken, dann, was es hier für Süßigkeiten gibt. Ach so, du und deine Süßigkeiten. Ja, ich brauch Tiere. Ole, ole. Geh mal ins Inn, mach uns Licht. Ja, ich geh. Gott sprach, es wäre Licht und Cocaine fand den Schalter. Nicht. Doch. Doch, hier ist er. Yeah, Licht. Ah, ich bin blind. Boah, meine Augen. Willkommen in der Karibik, Freunde. Ich bin im Grafting-Distrikt von Deodara City. Vielleicht finden wir ja hier Jack Sparrow oder sowas. Hier gibt's Waffeln. Waffeln? Jo. Cool. So, warte mal, ich nehme die in der Hand. Da kann ich gleich mal eine für den Dingsen mitkaufen. Für den Dingsen. Andorin. Ich verkaufe jetzt erstmal. Ich habe übrigens noch einen Stab für einen Mage. Ja, du kannst mal zeigen, aber ich glaube, meiner ist relativ gut. Den ich momentan habe. Ich habe aber nichts für dich. Mach doch nichts. Also ich habe jetzt eine Waffe für den Andoren, ein Bonbon für den Andoren und eine Waffe für mich. So. Gibt's noch Formeln, die gucke ich nochmal durch. Oh, hier gibt's einen Tempel. Ein Tempel? Was für ein Tempel? Ich hab gerade hier einen mit einer grünen Sprechblase. Der sagt, have you already explored the Temple of Terrorcore? Das klingt doch schon mal gut. Ich gucke die ganzen Formeln durch und kaufe die nämlich alle. Guck ich gerade mal, wo der denn ist. Oh, nee. Also das ist
Das ist noch ein ganzes Stück. Der ist am anderen Ende der Map. Ja, das sind wir jetzt gewohnt mittlerweile, das lange Reisen. Ja, das ist... So. Händler, da. Beim Fläschchenhändler sind wir. 52, 56. Den Schurken, das vertackern wir. Hier habe ich eine Formel für einen Mage. Die lege ich mal hier auf den Boden. Mhm. Und eine 75. Den Duse dir. Und die für den Schurken verkaufe ich. Die ist zwar nicht. Die ist mich das nicht weiß grün. Ich gerade nicht. Ist gelb besser oder grün? Was denn, du meinst von der Lampe? Ja. Nein, wir haben die beste Lampe. Okay. Das passt auf jeden Fall. Ich meine, das wird, da wäre extra nachgeguckt. Brauche ich noch Flasks? Ne, habe ich noch 30 Stück. Obwohl, komm her. Ich kaufe auch immer. Wie so, ein? 50 Stück, das muss lang. So, ich habe noch ein Leftover. Hat jemand den Identifizierer gesehen? Den Identifizierer? Nee. Identifizierer. Waffen, ich guck mal ganz kurz bei den Waffen. Doch, du läufst gerade, ja. Drauf zu, ne? Ja, der ist direkt da bei dir in der Nähe. Ich habe dann mal die Formel eingesammelt, die du nicht haben wolltest. Okay. Ja. Oder willst du die haben? Ich geb's dir. Nö, behalte sie. Bist du sicher? Jo. Ach, dann nicht. Guck mal, ob der vielleicht noch irgendwas hat. Alles nur Great Axt. Iron Great Axe. Nee, ich will was Kleines. Hammer. Ach, egal. Meine Waffen sind ja noch bei 81%, meine Rüstung auch. Da machen wir erst demnächst etwas. Müssen wir da verbessern. Was? Der Identifizierer da hinten ist er. Mal gucken, was noch in dem Leftover drin ist. Und dann müssen wir eine Aufnahmepause machen. Die Reise war jetzt schon wieder ganz schön lang über den Ozean. Ja. Guten Tag, ich hätte gern was zu identifizieren. Nein, ich hab was. Fair Iron Fist. Für einen Schurken. Hebe ich auf. Ich habe doch irgendwo hier im Inventar ganz unten habe ich was für Klassen, die ich nicht gebrauchen kann. Quatsch. Was ich nicht selber. Ich habe noch einen Stab für einen Mage. Den kann ich mal auf den Boden legen, aber ihr habt ja gesagt. Ich brauche keinen Stab. Wenn dann, den Stab, den guck den. Ja. Ja, soll ich, nee, ich komm her, ich werfe mal hierher, du Kokain, du kannst ja beurteilen, ob der... Ich schau mir den mal an. Ob der ist aber ist. Nicht besser als der, den ich hab. Dann guck ich nochmal kurz bei den Rüstungshändler, ob der vielleicht noch was hat. Hier könnte man sich niederlassen, oder? Ich finde das schön hier. Mitten auf der Insel bist du ungestört. Ja. Das Meer direkt vor der Haustür. Ja, definitiv. Sehr schönes Fleckchen Erde. Stimmt. So. 13,9 schlechter. 16,8. Oh, die Gloves. Die kaufe ich mir. Und dann ist es schon wieder zu hoch. Naja, immerhin. Schauen wir mal. Rüstung 86. 92. Sehr schön. Verkaufen wir die anderen. Waffen habe ich erst ausgerüstet. Die können noch einen Moment kämpfen. Das ist noch nicht so wichtig. So, wir treffen uns am Marktplatz. Ja. Der ist hier direkt nebenan. Da ist er. Guten Tag. Frau Serendipity, wie sieht's aus? Ich rüste mich gerade aus. Wer lässt denn hier die Türe offen stehen? Also echt. Naja, sieht. So. Ich glaube, hier bleibe ich. Hier bleiben wir, geil. Hier ist schön. Das Meer. Ja. Auf einer Insel. Alles gut. So. Dann machen wir eine Aufnahmepause. Die Frau scheint heute nicht mehr anzukommen. Wie das ist bei Frauen die und Shoppen. Frau, die rüstet sich gerade auf. Gehen wir zu der Frau rein und machen die Abmoderation.
So. Da steht sie. Da ist er. Da sind wir zusammen. So. Ja, wir sind bis Meer geschippert. Wir haben doch einiges erlebt wieder. Und demnächst schauen wir dann, wie wir hier weiterkommen, in welches Gebiet wir als nächstes kommen. Uns bleibt ja immer noch die Eiswelt und die Lava-Welt. Das wäre vielleicht auch interessant, das mal zu sehen. Wem es gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch freuen. Nette Kommentare, wie immer, willkommen. Ansonsten sage ich danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Teil von Cube World. Und wie immer haben meine Begleiter das letzte Wort. Ja, wie immer schließe ich mich auch diesmal der Aussage des guten Ninjas an und sage jetzt auch einfach mal Tschüss, auf Wiedersehen, Arrivederci und bleibt geschmeidig. Bis zur nächsten Folge Cube World, auf Wiedersehen. Ich schließe mich an und sage mal wieder Ciao, ciao, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Tschüss.